Schreiblich. Traditionsverein. Stellungsspiel und am Kopfballspiel. Von Saison zu Saison einfach die Stärken, die ich besitze, auszubauen und kleine Schwächen natürlich zu verbessern. Zusammenhalt, sehr großer Siegeswille und einfach Einsatz, um jedes Spiel so gut als möglich zu gestalten. Glück, ein guter Zusammenhalt in der Mannschaft und ja, dass alle miteinander am gleichen Ziel arbeiten. Ich bin noch nicht so lange da, aber der Meistertitel letztes Jahr war bis jetzt das Highlight und auch der größte sportliche Erfolg, den ich da mit GRK feiern kann. Highlight, hat sehr viele Gäbe im GRK, ich bin jetzt in der Unterliga dabei. Es sind drei Meistertitel gewesen, die waren was extrem Cooles. Und die Highlights natürlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, aber die ganzen Cup-Spiele, die wir bis jetzt gehabt haben und dass wir jetzt im Viertelfinale hier austauschen. Ja, die vierte Karenz ist natürlich sehr, sehr schön, Zeit mit meinem kleinen Sohn zu genießen. Das hat schon was für sich, aber ich freue mich jetzt auch schon, wenn es dann am 1. März wieder mit einer neuen Jobaufgabe ist. Ja, erstens einmal eine verständnisvolle Frau, weil natürlich nicht sehr viel Zeit bleibt für familiäres unter der Woche, aber es ist eine ja, sehr, sehr schöne Sache, weil man halt seinen Beruf und Hobby verbinden kann. Nein, überhaupt nicht. Also relativ spät bin ich ins Lager und am Anfang immer herausgespielt, was mir natürlich auf dem ganzen Weg dann geholfen hat. Ja, ich hoffe, dass es auch relativ positiv für uns ausgeht. Wir werden auf jeden Fall alles tun, dass wir uns so lange wie möglich einhauen und mithalten können mit einem Bundesligisten und wir schauen, wie es am Ende rauskommt. Ich glaube, Erfolg ist das Sinn, was wir ganz bis jetzt schon. Ja, wir werden ein sehr, sehr schweres Spiel sehen und wir hoffen natürlich schon auf einen positiven Ausgang für uns. Deine Sportwette auf www.lopokasport.com/GRK1902 und unterstütze den GRK 1902.